Schönfeld, Sie sind zur Tatzeit 20 Jahre alt gewesen. Deshalb verhandeln wir heute Ihre Strafsache wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor dem Jugendgericht. Für die Jugendgerichtshilfe ist Herr Ritter anwesend und vertreten werden Sie hier von Ihrem Vater zunächst einmal, Rechtsanwalt Bernhard Schönfeld, und von Frau Rechtsanwältin Klingenberg. Herr Schönfeld, Ihr Vorname ist Jonas. Sie sind am 13.09.89 in Bonn geboren und wohnen auch dort, sind ledig, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Student. Ich studiere International Management im dritten Semester. Also von Beruf Sohn kann man das so festhalten. Student, denke ich. Ja. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Der Angeklagte war seit einem halben Jahr mit Mia Haumann zusammen, als die beiden am 8. August 2010 einen Tag am Hallesee verbrachten. Ohne dass zuvor etwas zwischen beiden vorgefallen war, stürzte der Angeklagte sich plötzlich auf Mia Haumann, als sie sich gerade das Haar trocknete. Er warf ihr unvermittelt den Gurt einer Picknickdecke um den Hals und zog fest zu, um sie zu erdrosseln. Mia Haumann überlebte nur, weil ein Spaziergänger vorbeikam und den Angeklagten störte. Jonas Schönfeld wird daher wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Schönfeld, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder Angaben zur Sache machen? Nee, ich will auf jeden Fall auch was sagen. Ich habe das bei der Polizei schon bestimmt tausendmal erklärt. Ich bin unschuldig. Ich liebe Mia über alles. Und das Schlimmste für mich wäre, wenn ich sie verlieren würde. Also warum sollte ich versuchen, sie umzubringen? Ein konkretes Motiv konnte die Staatsanwaltschaft bislang auch nicht benennen. Das kommt noch. Aber das weiß ich nicht, aber einen Zeugen hat sie benannt. Und zwar diesen Thomas Ebert. Der hat bei der Polizei ausgesagt, er habe sie bei der Tat am Hallesee genau gesehen. Und zwar vor allem habe er gesehen, wie sie das Mädchen mit diesem Gurt versucht hätten zu erdrosseln. Und selbst ihre Freundin hält sie für den Täter. Ja, das ist ja auch das, was mich so fertig macht. Ich war noch nie so glücklich und Mia, du weißt gar nicht, was ich die letzten Wochen in der U-Haft durchgemacht habe. Du kannst doch nicht wirklich glauben, dass ich für diese Tat zuständig war. Den Schwachsinn hat dir doch jetzt dein Papi eingeredet, oder? Aber ich sag dir eine Sache. Du kannst so viele Anwälte dahinsetzen, wie du willst. Und wenn dein Papi ausnahmsweise mal Zeit für dich hat, ja, das wird dir nichts nützen. Das brauchen Sie hier nicht zu beurteilen, Frau Haumann. Und im Zweifel können Sie das auch überhaupt nicht. Aber wenn Sie meinen Sohn nicht mit diesen haltlosen Anschuldigungen hierher gebracht hätten, hätte ich nicht gestern in den USA wichtige Verhandlungen unterbrechen müssen, um rechtzeitig vor Ort zu sein, um meinem Sohn zu helfen. Herr Schönfeld, wie lange waren Sie und Mia Haumann zusammen? Wir waren 6 Monate ein Paar. Und wann? Genau dem 8. August, als das eben passiert ist alles, waren wir ein halbes Jahr auf den Tag genau zusammen. Ich war, wie gesagt, noch nie so glücklich mit mir. Deswegen fällt mir das ja auch alles so schwer. Also das ist toll, wie Sie das sagen, auch mit dieser leicht belegten Stimme. Komisch ist, dass ich aus den Ermittlungen den Eindruck hatte, dass Sie ein junger Mann sind, der sich bisher nur ordentlich ausgetobt hat und der dabei vor allem die Frauen auch nicht immer wirklich nett behandelt hat. Und Sie wollen uns jetzt Ihr Herz ausschütten und uns die Liebe erklären und die Frauen erklären? Ja gut, vielleicht zugegeben, ich war nicht immer ganz fair zu Frauen. Aber ey, seitdem ich mit dir zusammen bin, ist das was Ernstes. Herr Schönfeld, was ich von Ihnen jetzt gerne hören möchte, ist, was ist an diesem Tag am Hallesee geschehen? Ja, also eigentlich hatten wir total den wunderschönen Tag und wir hatten so viel Spaß. Wir waren schwimmen zusammen und naja, mir ist dann etwas früher aus dem Wasser gegangen. Da will ich nur mal die Uhrzeiten haben, damit ich das verstehe. Sie waren wann zuletzt schwimmen miteinander? Das muss so 17:30 gewesen sein. Und wie lange waren Sie zusammen im Wasser? 20 Minuten kommt ungefähr hin und so 17:50, dann muss Mia aus dem Wasser gegangen sein. Und Sie? Und ich bin dann kurz darauf, so ungefähr 10 Minuten später erst raus. Und naja, dann da lag mir halt schon. Ich habe nur gesehen, wie sie ein Handtuch über den Kopf hat und einen so einen roten Gürtel. Ich habe ganz fest daran gezogen, habe versucht, diesen irgendwie abzukriegen. Aber der ließ sich halt nicht lösen. Ich habe total gezittert, weil ich so Angst hatte. Naja, und sie hat sich einfach nicht bewegt. Ich dachte, sie wäre tot. Ja, als sie dann da so lag, da kam auch schon dieser Mann und hat mich gefragt, was ich da mache. Ich kann nicht darauf antworten. Dieser Mann ist ja der Augenzeuge Thomas Ebert, der gleich hier aussagen wird. Und der wird aussagen, wenn er sich das nicht anders überlegt hatte, was mich wundern würde, dass Sie die Mia nicht mal eben gefunden haben, sondern dass er dazu gekommen ist, als Sie dabei waren, sie zu erdrosseln. Und ich frage mich schon, wenn Sie unschuldig sind, warum sind Sie denn dann geflohen in Panik? Kann ich mir nicht erklären. Also entschuldigen Sie, ich glaube, das reicht jetzt, Herr Staatsanwalt. Mein Sohn war einfach das als erster am Tatort. Mehr wird er sich dazu jetzt auch nicht äußern. Wir lassen uns jetzt nicht von Polemik und Unterstellung einschüchtern.
Dann nehmen Sie bitte neben Ihren Verteidigern oder zwischen Ihren Verteidigern Platz. Frau Haumann, dann möchte ich mit Ihnen beginnen. Sie kommen nach vorne. Frau Haumann, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. 55 erlaubt einem allerdings zu schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Das mal rein vorsorglich. Frau Haumann, Ihr Vorname ist Mia, Sie sind 20 und wohnen in Bonn. Was sind Sie vom Beruf? Studentin. Was studieren Sie denn? Medienmanagement. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Haumann, Sie sind ja mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden und im Rettungswagen waren Sie ja bereits bei Bewusstsein und schon da haben Sie gesagt, dass es Ihr Freund gewesen sei, der versucht habe, Sie zu töten. Nur haben Sie ja die Person nicht gesehen, die mit diesem Gurt von hinten über den Hals geworfen hat und zugezogen hat. Warum sind Sie sich so sicher, dass es nur der Angeklagte hätte sein können? Ja, wir waren beide alleine da. Also es kann nur Jonas gewesen sein. Und die Show, die du jetzt gerade hier abziehst, die kotzt mich sowas von an. Frau Haumann, nur weil Sie niemanden gesehen haben, heißt das noch lange nicht, dass da auch sonst niemand war. Es könnte sich da zum Beispiel auch im Gebüsch jemand versteckt haben. Wissen Sie, wer immer es auf Sie abgesehen hat, Frau Haumann, es geht doch für Sie nur darum, dass Sie sich jetzt hier rächen. Sie wären am liebsten vom Fleck weg von meinem Sohn geheiratet worden, dann hätten Sie ausgesorgt und alles wäre wunderbar gewesen. Tollen Schwieger. Aber Jonas, Entschuldigung, mein Sohn soll sich ruhig noch ein paar Jahre die Hörner abstoßen. Und wenn er mal heiratet, bestimmt nicht so ein Mädchen wie Sie. Sie haben doch selbst gesagt, dass er neben Ihnen noch andere Mädchenbekanntschaften gehabt hat. Also deshalb belasten Sie ihn wahrscheinlich aus gekränktem Stolz. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Neben mir gab es keine anderen Mädchen. Jonas, dieses Mädchen liebt dich nicht. Entschuldigung, sonst hätte sie hier nicht gegen dich ausgesagt. Du musst das endlich bitte einsehen. Wie kann man bitte so oberflächlich sein? Mich wundert es überhaupt nicht, dass du so geworden bist. Ja? Ich meine, wie soll man imstande sein, jemanden zu lieben, wenn man das zu Hause nie gelernt hat? Wie auch immer. Der Angeklagte und Sie waren jedenfalls seit dem 8. Februar zusammen. Wie haben Sie ihn überhaupt kennengelernt? Ja, also wir haben beide zusammen in der gleichen Uni studiert in Bonn. Also ich habe dann ein Stipendium dort für die Privatuni bekommen und bin dann im Februar 2009 von Frankfurt nach Bonn gezogen, meiner Mutter. Ja, und ich hätte direkt auf mein Bauchgefühl hören sollen, ja. Aber ich meine, er hat ja gleich irgendwie einen auf große Liebe gemacht und ich war so blöd und habe ihm auch noch alles geglaubt, ja. Ich meine, so kann man sich täuschen. So kann man sich. Der erste Eindruck eines Menschen ist nicht immer, aber doch oft der richtige. Was hatten Sie denn für einen ersten Eindruck von ihm? Ja, also ich meine, direkt die ganze Clique fand ich schon super ätzend. Und ich meine, die haben nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag da rumzusitzen und rumzuproleten, wie viel Kohle sie haben, ja. Aber dass das Geld von ihren Eltern ist und sie nichts dazu tun, damit sie dieses Geld auch irgendwie, ja, dass sie das verdient haben, ich meine, das ist denen auch egal. Naja, Sie hatten sich das insofern erarbeiten müssen. Man bekommt ein Stipendium nicht so ganz einfach für diese Universitäten, Herr Ritter. Der Angeklagte ist ja zur Tatzeit 20 Jahre alt gewesen. Er ist jetzt erst in Untersuchungshaft 21 geworden. Deshalb, es gibt weiterhin das Jugendrecht, hier Anwendung findet. Deshalb nehmen Sie ja auch als Vertreter der Jugendgerichtshilfe teil. Welchen Eindruck hatten Sie in den Gesprächen vom Angeklagten? Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, Jonas hat in den letzten Jahren damit begonnen, eine wirkliche Schutzmauer um sich aufzubauen. Er hat eigentlich nicht wirklich gelernt, was es heißt, Gefühle wirklich zuzulassen. Der Vater ist beruflich sehr viel unterwegs, dadurch kaum zu Hause, hat kaum Zeit für seinen Sohn. Die Mutter ist schon vor einigen Jahren mit dem neuen Mann nach Südafrika ausgewandert. Elterliche Zuneigung war hier leider Fehlanzeige. In dieser Familie wird eigentlich alles materiell geregelt. Mir hat er wirklich glaubhaft gemacht, dass er in Mia endlich mal jemanden gefunden hat, der ihm zeigt, was es heißt, Vertrauen überhaupt aufzubauen, Zuneigung zuzulassen. Ich hatte schon das Gefühl, dass er sowas vorher einfach noch nicht erlebt hat. Und die anderen Frauen, die er vorher hatte, oder Mädchen, sagte er mir, die wären nur an seinem Geld interessiert. Ich habe schon das Gefühl, dass er ernsthaft verliebt ist. Ja, und ganz genau so, Frau Haumann, hat mein Mandant sich Ihnen gegenüber in diesen 6 Monaten Beziehung doch auch verhalten, oder? Ja, ich meine, der war schon charmant und nett, ja. Ich meine, das kann er ja gut. Aber ich weiß nicht, also ich habe ihm das ja auch wirklich alles abgekauft. Aber ich meine, anscheinend ist er ein verdammt guter Schauspieler. Frau Haumann, schildern Sie uns doch mal konkret diesen Anschlag auf Sie. Ja, also wir waren, wie Jonas schon erwähnt hatte, wir waren zusammen im Wasser und haben dort eben rumgealbert und... Ja, also eigentlich war ja auch alles okay. Wenn ich gleich unterbrechen darf, immer wenn ich das Wort eigentlich höre, werde ich stutzig. War da etwas doch nicht in Ordnung? Eigentlich? Ja, also wir haben halt rumgealbert und irgendwann ist er halt stehen geblieben und hat mir dann mit so ganz ernster Stimme gesagt, ja, Mia, willst du mir nicht irgendwas sagen? Und das fand ich halt schon ziemlich komisch.
Da war überhaupt nichts komisch. Mia, ich meine, komm, gib mal zu. Du hast immer Probleme damit gehabt, mir zu zeigen, was du für mich fühlst, wie sehr du mich magst. Es war einfach eine perfekte Gelegenheit und ich wollte doch nur hören, dass du mich liebst. Haben Sie mir etwas dazu gesagt, Frau Hormann? Nee, also ich bin dann einfach aus dem Wasser raus und er wollte noch ein bisschen schwimmen. Und dann bin ich zurück zu unserer Picknickstelle und wollte mir halt eben gerade die Haare trocknen. Und dann eine Minute später oder so ist es dann passiert. Ja gut, dann haben wir doch jetzt Ihr Motiv, oder? Sie konnten es nicht ertragen, dass sie Ihnen nicht auf Kommando gesagt hat, ja, ich liebe dich. Sie waren in ihrer Eitelkeit gekränkt, Sie sind ein Narzisst. Frau Haumann, um mal wieder hier auf die Sache zu kommen, dürfte ich Sie bitten, dem Gericht einfach mal zu demonstrieren, wie Sie sich die Haare getrocknet haben? Ja, also, ich bin aus dem Wasser raus, bin aufgestanden, stand dann also mit dem Tuch, mit dem Handtuch so drüber, hab mir die Haare trocken gerubbelt und dann habe ich einen Stoß von hinten bekommen und wollte mich abstützen und dann hatte ich schon diesen Gurt um den Hals und dann habe ich keine Luft mehr bekommen und dann, keine Ahnung, ich habe gedacht, jetzt ist vorbei, dann wurde mir schwarz von Augen, dann war ich weg. Da konnten Sie ja unmöglich sehen, wer da hinter Ihnen gestanden hat. Und da beschuldigen Sie meinen Mandanten, nur weil sonst niemand in der Nähe gewesen ist, nach Ihrer Wahrnehmung. Hat er Ihnen irgendwas getan, dass Sie so sauer auf ihn sind, dass Sie jetzt hier das ganze Leben von dem jungen Mann zerstören? Nein, glauben Sie, dass ich mir nicht wünschen würde, dass Jonas nicht dafür verantwortlich wäre? Aber ich meine, ich kann doch auch nichts dafür, ich leide doch auch drunter. Körperlich hatten Sie Gott sei Dank nur wenige Verletzungen, durch die Drosselmale natürlich am Hals, aber die psychischen Folgen sind normalerweise schlimm. Und bei Ihnen? Also ich habe danach therapeutische Hilfe bekommen und ich meine, der Arzt hat gesagt, körperlich wird es wieder und es ist wieder alles okay, aber ich meine, wenn ich dort nicht gefunden worden wäre und ich meine, eine Sekunde später und ich hätte wirklich bleibende Hirnschäden davontragen können. Noch Fragen an die Zeugin Haumann? Nee, ne? Keine Fragen mehr. Vielen Dank. Nehmen Sie an der Seite Platz. An Katrin Förster, bitte. Ich möchte erst mal mit der Stiefschwester des Angeklagten fortsetzen. Frau Förster, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Förster, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Ann-Kathrin ist Ihr Vorname, Sie sind 24 und wohnen in Bonn. Was sind Sie vom Beruf? Ich studiere PR und Kommunikationswissenschaften. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, aber seitdem meine Mutter Jonas' Vater 2007 geheiratet hat, ist er eigentlich für mich wie ein richtiger Bruder. Ihr Stiefbruder hat Sie ja noch vom Hallesee aus angerufen. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Er war völlig außer sich, war total unter Schock. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen, aber es war einfach nicht möglich. Er hat nur irgendwas gestammelt von wegen mir wäre tot und ich wusste gar nicht, was los ist. Ich wusste ja, wie sehr er sie liebt und also das, was die hier abzieht, ist echt unmöglich. Es ist eine falsche Schlange. Ey, was erzählst du da bitte für einen Mist, ja? Kennen Sie sie so gut oder warum wissen Sie oder meinen Sie das? Mittlerweile kenne ich sie ganz gut, ja. Ich habe da ein paar nette Dinge in Erfahrung gebracht. Daher weiß ich auch, dass sie den Jonas die ganze Zeit nur verarscht hat. Ey, was ist denn bei dir los, ja? Aber ich meine, es war ja klar, dass du so eine Scheiße redest. Du bist genauso eine Schlampe wie dein Bruder. Also bitte, Frau Förster, auf was wollen Sie hinaus? Na, sie macht ja hier einen auf Prüde und ich habe mich da ein bisschen umgehört, ein bisschen recherchiert und habe da ein paar nette Aufnahmen von ihr gefunden. Aufnahmen? Was sind das für Aufnahmen? Haben Sie die im Internet gefunden? Ja, das ist richtig. Was? Die hätte ich gerne mal gehabt. Bringen Sie mir doch noch mal die nach vorne. Was sind das für Fotos? Du warst die ganze Zeit nicht ehrlich zu mir? Mir machst du mal Vorwürfe und jetzt sowas? Ich hab keine Ahnung, wie diese Bilder ins Internet gekommen sind. Aber Sie kennen diese Fotos? Ja, die waren, also ich habe die von einem Fotografen machen lassen, die waren für meinen Ex-Freund Marc. Das war ein Weihnachtsgeschenk. Ja, aber ich habe diese Bilder nicht ins Internet gestellt. Ja, könnte Ihr Ex-Freund möglicherweise diese Bilder ins Internet gestellt haben? Wie sind Sie denn auseinander? Wie haben Sie sich denn getrennt? Lief das im Guten oder lief das im Bösen ab? Ja, ich meine, wir haben keinen Kontakt mehr, das sagt ja wohl schon mal alles. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Marc das irgendwie ins Internet gestellt hat. Ja, also ich meine, ich hab niemand anderes hatte diese Fotos und ich habe sie ganz sicher nicht ins Internet gestellt. Du hast mich also echt nur belogen, hä?
Die ganze Zeit hast du mir gesagt, dass ich dein erster Freund war. Und jetzt erfahre ich, da gab es die ganze Zeit noch jemand anderen? Ich habe dir davon nichts gesagt, weil die Trennung einfach nicht schön war, ja? Und ich meine, das war mir einfach unangenehm. Ja, genau, es war dir unangenehm. Ich bitte dich. Also, was ich da noch so alles erfahren habe, da kann dir aber nichts unangenehm sein. Es wird ja immer interessanter. Was haben Sie denn noch so erfahren? Ich habe mich mal ein bisschen in Ihrem Freundeskreis umgehört in Frankfurt. Und komischerweise kennt da keiner eine Prüde mir, sondern ein richtiges Partyluder, die echt keine Party und vor allem keinen Kerl auslässt. Oder was meinst du, warum Marc mit dir Schluss gemacht hat? Weil sie zu prüde war? Bei weitem nicht. Sie hat ihn mit einem anderen beschissen. Was? Das muss eine schwere Trennung gewesen sein. Aber das ist lang her, ja? Deshalb wollte ich ja auch raus aus Frankfurt. Das gehört alles der Vergangenheit an. Naja, Vergangenheit, aber auch Vergangenheit liegt unter der Wahrheitspflicht. War das der Grund, dass Sie nach Bonn gezogen sind? Ja, ich meine, das Stipendium, das kam halt genau richtig. Ja, ich meine, ich bin halt früher ziemlich oft von so Bonzenkerlen wie Jonas hier verarscht worden. Und ich habe dann irgendwann halt auch gemerkt, dass es vielleicht halt auch was mit mir zu tun hat. Ja, ich meine, wenn ich mich jetzt ja ein bisschen billig gebe, dann brauche ich mich halt auch nicht wundern, wenn die Männer halt nur versuchen, mich ins Bett zu kriegen. Aber ich wollte eben von neu anfangen. Und genau deshalb ist es ja auch so furchtbar, dass ich schon wieder auf so einen Kerl reingefallen bin, ja? Richtig. Und genau deswegen fängt sie nämlich jetzt mit meinem Bruder an und versucht, ihn hier zu beschuldigen mit deinen ganzen Männergeschichten. Willst dich an irgendeinem jetzt rächen? Ich meine, Jonas, sieh's ein. Ich meine, guck mal, wo wir hier sitzen. Die Frau liebt dich doch nicht. Ich bitte dich, wach doch endlich mal auf. Was hat so Ihr Stiefbruder so alles für die Nebenklägerin so unternommen oder gemacht? Das werden Sie doch mitbekommen haben. Alles. Er hat ihr jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Ob das jetzt Geschenke waren oder Freizeitaktivitäten. Er hat die Frau einfach geliebt und versucht, sie glücklich zu machen. Und als ich ihn besucht habe, auch in der U-Haft, ich habe gesehen, wie fertig er war. Zweimal im Monat durfte ich ja leider nur kommen, aber er war fix und fertig. Aber das noch nicht mal, weil er eingesperrt ist, sondern wegen ihr, weil er einfach nicht damit klarkam. Du wolltest uns... Komm, lass mich bitte ausreden. Dass sie ihn beschuldigt, damit kam er absolut nicht klar. Deswegen möchte ich gerne, dass das Ganze jetzt hier abgeschlossen wird, damit er endlich wieder glücklich werden kann. Ja, bestimmt. Du wolltest uns von Anfang an auseinanderbringen. Aber weißt du was? Du kannst ihn haben, ja? Ich will mit euch zwei Psychos nichts zu tun haben. Mia, nein, du weißt doch selber. Wir hatten so oft Streit deswegen. Ey, das war einfach irgendwie ein Missverständnis. Sie wollte von Anfang an nicht, dass wir zusammen sind. Sie war immer nett zu dir. Sie war nett zu mir, wenn du dabei warst. Sag mal, siehst du das nicht? Also man muss das Verhältnis zwischen Jonas und seiner Stiefschwester Ann-Kathrin aber auch verstehen. Die beiden haben nun mal seit Jahren nur sich, sind auf sich allein gestellt. Die Eltern sind beruflich ständig unterwegs. Auch Ann-Kathrins Mutter scheint ein Workaholic zu sein, Karrierefrau. Und da sind vor 4 Jahren einfach zwei Charaktere, sehr ähnliche Charaktere aufeinander gestoßen, die jetzt einfach so zusammenleben müssen. Materiell war alles vorhanden. Elterliche Zuneigung, leider Fehlanzeige. Herr Ritter, Entschuldigung, ich bitte Sie, diese idiotischen Mutmaßungen hier zu unterlassen. Das ist ja wirklich Kinderkram. Es ist das Recht der Jugendgerichtshilfe. Wenn ihr es rügen wollt, tätig ist. Noch Fragen an die Zeugin Förster? Nein. Justus von Hehl, bitte. Ich möchte mit einem Freund des Angeklagten fortsetzen. Die Zeugin bleibt unvereidigt und Sie nehmen hier ins Lager. Herr von Hehl. Ah, Jonas. Schon lange. Nehmen Sie bitte Platz. Ja. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Davon gehe ich aus. Tatsächlich. Herr von Hehl, Ihr Vorname ist Justus. Sie sind 22 Jahre alt, wohnen in Bonn. Was sind Sie vom Beruf? Ich studiere mit Jonas zusammen, International Management. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nee, wir sind nur dick befreundet. Ja, wir waren dick befreundet, mein Lieber. Genau, deshalb habe ich Sie geladen. Oh, war das, weiß ich gar nicht. Zum Mordversuch am Hallesee selber können Sie ja gar nichts sagen, da waren Sie ja nicht dabei. Aber Sie können mit Sicherheit etwas sagen zu der Beziehung zwischen Opfer und Täter. Ich meine, er sagt weiterhin, er liebe Sie. Und deshalb habe er, so die Verteidigung natürlich, schon überhaupt gar kein Motiv, Sie zu töten. Wie haben Sie die beiden erlebt? Naja, das Gelbe von meinem war ja wirklich nicht gerade. Es gab schon oft Zoff miteinander. Aber wie gesagt, wir waren halt dicke Kumpels. Aber dass er so einer Tat tätig ist, hätte ich ihm nicht zugetraut. Das heißt aber im Umkehrschluss, Sie trauen ihm eine solche Tat dann letztlich doch zu. Sie glauben, dass das gewesen sein könnte. Nun ja, ich vermute, dass er sich an mir rächen wollte. Was für einen Grund hätte er, sich an mir rächen zu wollen? Naja, also es gab schon öfters mal Streit zwischen Männern. Das war ungefähr vor einer Woche oder so. Da gab es fetten Streit zwischen den beiden. Seitdem, also eine Woche vor der Tat, meinen Sie? Ja, natürlich. Das ist komisch, auch der Herr Ebert, unser Augenzeuge, hat einen vorangegangenen Streit bei der Polizei. Ach, wir haben überhaupt nicht gestritten. Wir waren Traumpärchen.
Gab es am 8. August irgendeinen Streit zwischen Ihnen? Nein. Also ich meine, sonst hätte ich ja gewusst, warum er versucht hat, mich umzubringen. Also Entschuldigung, was auch immer der Zeuge gegen meinen Sohn vorzubringen hat, wenn nicht mal die Geschädigte das bestätigt, dann kann man das ja nur als etwas wirre Fantasien bezeichnen, nicht? Ach, hören Sie doch auf. Sie als Vater, wird mal Zeit, dass Sie die Augen öffnen. Aber ich glaube trotzdem, dass du dich mit dem Falsch angelegt hast. Wir beide spielen in einer ganz anderen Liga als du. Ich meine, guck dich mal an, du bittest Mäuschen. Du vielleicht, aber ich... Herr von Hehl, was soll denn das? Ich darf mal wohl seine Meinung hier mal freigeben, oder? Man kann seine Meinung sagen, nur es ist nicht die Aufgabe eines Zeugen, seine Meinung zu sagen und schon gar nicht mit solchen Worten, sondern die Fragen zu beantworten und wahrheitsgemäß. Ich hatte Sie belehrt. Sie sagten, es hätte eine Woche vor der Tat eine Auseinandersetzung gegeben zwischen dem Angeklagten und der Nebenklägerin. Ja. Wo und um was ist es da gegangen?